Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. Und ich bin Battle Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Mario Party. Das erste Mario Party. Ja, das erste. Und wir sind in den letzten 10 Runden von Donkey Kongs Dschungelabenteuer. Und ich glaube, ich bin dran. Ja, ich glaube, du bist dran. Mit 2. Geh da lang. Ja, der will dem ich zahle dem 10 Münzen. Und jetzt gönne ich mir einen Keks. Hast du auch einen Keks? Nein, ich habe Gummibärchen. Ich habe einen Keks. Sehr gut. Ist der von der Toilette geholt oder was? Nein. Bist du gerade am Klo gewesen? Nein. Ja. Ich habe den Keks geholt aus meiner Küche. Warum von mir? Ja, ich habe nicht so viele Münzen. Was soll denn das? Ja, die beklauen dich ja halt, weil du der Erste bist. 1, 2, 3, 4, aber das aktiviert doch hier die Falle, ne? Denke ich mal. Überleg gerade. Oh, das macht auch keinen Sinn. Ich rechne irgendwie sowieso nicht mehr, ich denke. Kriege, versuch einfach mal. Es aktiviert die Falle. Oh Mann. Lauf! Dann noch irgendjemand Indiana, da. Indiana Yoshi. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ja, das hat sie irgendwie nicht so gemacht. Irgendwie nicht, ne? Ja, aber wenn ich nach links gegangen wäre, hätte er auch nichts gemacht. Wollte ich gerade sagen. Boxenhaufen Wahnsinn. Das ist wieder so ein Bonusspiel. Am verstecken Münzen. Ja. Hey Luigi. Puff. Hey Peach. Genau, in die Kamera treten. Aussehen, ey. Ja. Let's go. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich eingesammelt habe. Einen Sack habe ich eingesammelt, glaube ich. Luigi hat 22. What? Okay. Oh, nee. Da muss ich irgendwas tun. Ja, was willst du denn dagegen tun? What you gonna do, huh? Pause landen und dir Münzen abziehen. Verdammt. Luigi, aktivier die Falle. Nein. Oh oh. Ja, das ist nicht so gut. This is not good. Das ist überhaupt nicht gut. Hättest du dich eigentlich sagen müssen, doch Finger weg! Da freut er sich. Oh. Sehen Sie eine kalte Seele. Ich möchte seine Seele fressen. Nein! Feuerspringen. Das ist so ein bescheuertes Spiel. Was hat das Seilspringen-Spiel? Ja. Na, das habe ich mal gesehen. Das Springseil schwingt mal schneller, mal langsamer. Springe darüber, ohne es zu berühren. Das Seil wird nach und nach immer schneller geschwungen. Sei auf der Hut vor plötzlichen Tempowechseln. So, bitte. Tut mir einen Gefallen. Ich will nicht ganz außen stehen. So. Verdammter Rick! Das war recht chillig. Jetzt.
Ah! Okay. Das ist mir nämlich auch schon mal beim. Das passiert mir nämlich auch gerne beim ersten Sprung. Weil ich mag dieses Spiel zum Verrecken nicht. Ich mag es einfach nicht. Also, wenn man außen steht, hat man irgendwie einen Nachteil oder was? Ja, also ich finde da, dass man da irgendwie einen Nachteil hat, aber ich will keinen Stern stehlen. Was? Wieso nicht? Weil ich dann selber nur noch 8 Münzen habe, ich will mehr. Mehr Münzen. Ja, bist ja jetzt noch in Führung, ne? Ja, noch bin ich in Führung. Mit 30 Münzen. Peach hat, glaube ich, in Führung, oder? Der Stern nicht da oben. Peach hat doch keine Sterne. Ah, nee, und wir haben 3. Nee, echt ganz schön viele. Ja. Ich schiele. Ja, stimmt, er schielt. Weißt du, ob irgendwie heute ein Feiertag ist oder so? Nein, heute ist Samstag, ganz normaler Tag. Nächste Woche. Außerdem, Karneval, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne mich in der Karnevalsszene überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Also ich bin mit meiner Mutter heute unterwegs, weil wir waren irgendwie da, und zwar irgendwie eine Marschband oder so. Oh, das ist aber auch teilweise bei mir so. Auf verdammter Weg! Also es war verdammt weit weg von uns allen. Außer ja. Peach. Nee. Jetzt klaut sie sich auch noch ein paar Münzen. Aber von wem? Von dir. Ja, ich hab die meisten. Und du bist erst. Ja, die Computergegner, die machen das nämlich teilweise immer so, dass sie immer von dem Erstplatzierten stehlen. Das war eine Menge Münzen. Alter! Glaub mir 15 Münzen, ey! Die Kuh. Ja, die blöde Kuh. Da ist noch so ein Pilz. Und sie darf nochmal würfeln! Okay, den Stern können wir schon vergessen. Ja, also den Wurf hätte ich ihr echt nicht gegönnt. Ich hätte eiskalt gesagt, so setzt jetzt mal eine Runde aus. So. Also warte, ich geh mal da links. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Stern kommt jetzt mal hier. Jetzt hab ich kein Geld brechen bei denen. Genau. Das war, was du wolltest. Du wolltest einfach keine Münzen blechen. Nur noch, nur das Beste von mir. Mein Geld. Ja. Kippelige Rahmen. Das ist auch in Mario Party Superstars. Kippe den Panzer und. Den Panzer, genau. Kippe den Rahmen, damit der Panzer über die Felder gleitet und das Bild freilegt. Okay, ja, kenne ich. Verdammt, nein! Ein da lang. Was? Ja. Come on. Boom. Nein, die Zunge. Verdammt. Was genau hat der Vegas hier vom Kommentar hinterlässt? Jetzt mal, wenn ich schon sage hier in dem Spiel. Genau. Wir kennen ja den Vegas. Ja. Ja, ich habe mit dem mal irgendwann mal, ich habe mit dem mal irgendwie Star Wars hier, die Old Republic, das ist ein Star Wars Online-Spiel gespielt. Ja. Und ich hatte irgendwie einen Begleiter irgendwie. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir genau darauf gekommen sind, aber irgendwie hatte, war der Running Gag, dass mein Begleiter irgendwie so eine riesig lange Zunge hat, die die ganze Zeit um mich rum. Das klingt ziemlich widerlich. Wir spielen übrigens Bowser's Tauziehen. Und der war Spanier. Aus irgendeinem Grund. Spanier. Ja, weil er irgendwie so eine Alien-Sprache gesprochen hat, dann haben wir ihn einfach zum Spanier gemacht.
Wir müssen über... Ja, komm, wir drehen im Uhrzeigersinn. Ja, ich drehe mal im Uhrzeigersinn, mal gucken, ob da was bringt. Im Uhrzeigersinn kann ich aber nicht drehen, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Da war liegt echt daran. Da war klingt echt daran. Das kann sein. Aber also, hey, wir haben es geschafft. Ich kann nur gegen Uhrzeigersinn richtig drehen, ne? Ich drehe halt immer im Uhrzeigersinn. Mit der rechten oder mit der linken Hand? Linken Hand. Okay, ja, dann. Ja, das glaube ich einfach. Ha, du verlierst 20 Münzen. Lololololol, kein Stern. So, schnappt euch mal jemand den Stern, damit der vor mir auftaucht oder so. Bei mir ist ja gerade nichts. 1, 2, 3. Mir ist voll die Verschwendung ja gerade. Was macht der Stern hier? Das ist ein Minispielfeld. Was war das Ausrufezeichen? Das ist ein Chance-Time-Feld. Ja, mal da lang. Irgendwann muss der Stern noch mal da unten auftauchen oder so. Dann wäre ich noch mal da Peach hergegangen, ey. Ich kann sich den Stern jetzt nicht mal leisten. Verdammt. Aber das habe ich auch schon mal gesehen. Irgendwie so Bowlingpin, ne? Oh nein. Ja, wir sind die Bowlingpins. Hey. Okay. Nein, warum bin ich ganz vorne? Okay. Mein Gott, ich flüchte. Ich geh nach Hause. Okay. Ein bisschen doof, wenn die nur auf mich losgehen würde. Aber, nein! Aber, Mario! Ah, reicht aber nicht für einen Stern. Das heißt, der Stern bleibt ja, immer noch da, ey. Ja. Ich bin doch mal da lang gegangen, ey. Weg. Ich hätte mir den doch voll kaufen können, ey. Na, no, nein, Finger weg. Finger weg. Du bist doch eine Prinzessin, du hast genug Asche. Hättest du die 25 mal eher gehabt, ne? Ja. So, was mache ich denn jetzt, ey? Ich glaube, im Strahl kotzen wahrscheinlich. Au, 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 au. Ich hätte voll den Stern einsacken können, ey. Luigi hat sich selbst ruiniert. Locker einsacken können, ey. Ja. Oh nein, ich habe sofort aufgegeben, ey. Irgendwann. Es gibt nicht so viele Minispiele in den Spielen, ne? Ne, ich glaube, es gibt 50 Minispiele gibt es. Ja, ich glaube. Ich habe hier so ein bisschen auf geachtet gerade. Ich tatsächlich nicht, ich war abgelenkt. Ja, Mario, Mario, Mario. Nein. Verdammt, Rick! Jawohl. Verdammt, Rick! Hat sogar funktioniert. Finish! Okay. Der Vorsprung wird ausgemacht. Langsam, aber sicher. Oh, letzte 5 Runden. Yoshi, Mario, Luigi, Peach. Match. Warum? Weiß nicht. Warum? Keine Ahnung.
Ich habe so das Gefühl, die Person mit den meisten Münzen und den meisten Sternen gewinnt. Nein, der zweite Platz. Na, der zweite. Na gut, dann gehen wir ihm alle nach rechts. Oh. Nach rechts. So, geh meiner Frau und bezahl den. Ich möchte nicht bezahlen. Ich will den auch nicht bezahlen. Oh, so wenig Geld. Ich habe nur 93 Münzen. Du hast genug Geld. Glühbirnentanz. Das ist wieder so ein Spiel, wo wir alle gewinnen können. Lauf mit der Glühbirne so schnell du kannst zur Fassung. Lass dich nicht vor den Buhus packen. Oh, ich habe die. Ja. Wenn jemand von einem Buhu ergriffen wird, attackiere ihn, um ihn zu befreien. Ready? Okay. Go! Lass mich durch, ich bin an. Lauf nicht so weit voraus. Warum nicht? Weil wenn die Buhus dich packen, dann läufst du in Richtung des Großen da hinten. Und verprügel die. Los, hau die. Hau den. Macht der sehr gut. Hau den. Okay. Hab ich das schon. Hau den. Hau den. Hau die anderen beiden. Lass mich aus dem Weg. Rein. Mami, Buu ist so eine Schwäche gegen Licht. Finish. Geister? Ja, und? Weiß nicht, warum Geister so anfällig gegen Licht reagieren. Licht kann man nie besser sehen. 103. Warum hast du 103? Warum nicht 101? Ich weiß es nicht. Naja, jetzt nur, und dann müsstest du dazu noch ein paar Dalmatiner holen. Ah, dann hast du eben für mich bezahlt. Obwohl, ich muss ihn so oder so bezahlen, ne? Wollte ich gerade sagen, du musst ihn eh bezahlen. Oh, Mann. Ich bin doch für ein Dreck. Oh, ich mach das. Ah, damit gut. Hast du nicht gerechnet, ne? Den will ich aber nicht bezahlen. Oh, was? Okay, noch weiter, also hohe Dinger. Okay, da bezahle ich den eben auch. Ja, du musst ihn bezahlen. Meine 100 Ocken. Ja, du hast zu viele Ocken. Gib mal was von den Ocken ab. Oh, der Stern ist da ganz links unten. Da unten links, da immer. Also was? Geh da lang. Ich weiß genau, was passiert. Die blöde Falle wird aktiviert und dann sind wir alle wieder am Start. Nein, bitte aktiviere nicht die Falle. Deswegen gehe ich unten lang. Ich traue ich nicht. Oh, das wilde Ausschneiden. Es ist so wild. Wo ist das? Dann werde ich es hassen oder lieben. Gott. Schneide die versteinerten Figuren aus. Benutze den Control-Stick, um dich zu bewegen und an der Linie entlang zu schneiden. Schneide so exakt aus, wie du kannst. Okay. Mein Vorschau Yoshi ist irgendwie sehr ungenau da unten rechts gewesen. Okay. Genau. Auch eine sehr ruhige Hand, mein Freund. Kann ich
Eine sehr, sehr genaue Hand. Und dann sagst du, oh mein Gott. Ja. 94. Wow. Ja. Wie kann es sein? Okay, wieso habe ich auch gewonnen? Nee. Man musste 80 Punkte erreichen. Ja, dann hätte ich ja auch gewonnen. Okay. Ich hatte 59. Wir sind das geschafft. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so gut da drin. Ich habe keine ruhige Hand. Oh, nee. Ich glaube nicht von dir. Nee, ich hätte das getan. Du hättest mir irgendwie doch sowieso zurückgeklaut. Stimmt, ich kann den Buja auch erreichen. Ja. War alles offen, glaube ich. Ja. Komm schon. Nein, die geht auch da unten lang. Dann kriegst du dann Luigi. Alles für dich zu ruinieren. Bin sicher vor der Falle. Läuft alles nicht so, wie ich mir plane. Ja. Vor allem Luigi steht da unten. 111 Münzen hatte Luigi, ey. Krieg Knall. Der halt 101. 101. Er hat 101, Dalmatina. Ja. Yeah. Das Hütchenspiel. Okay. Ah, lass mal zurücklehnen. Das habe ich sowas von geregelt. Oh, und der welche Misse? Ich habe jetzt gar nicht hingesehen. Der war unter ihm ganz recht. Was hat hilft jetzt? Sehr viel. Hm. Wo ist er? Unten links. Unten links? Ja. Tatsache. Hat der ihn auch noch gekriegt? Und seine 111 wieder zurück. Unglaublich. Ja, der hat's gemacht. Das bedeutet. Ja, was ist das? Okay. Glaub nicht, dass ich das noch gewinnen kann. So ein Dreck. Oh, was ist Bowser's Grimassen? Ich habe glaube ich auch schon mal gesehen irgendwo. Von denen dein Gesicht deformen, ne? Ja. Ziehe und zerre an Bowsers Gesicht, damit es wie gezeigt aussieht. Greife es mit A und bewege es mit dem Control-Stick. Schau dir das Beispiel gut an. Genauigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin die einzige grüne Hand. Ja. Und es gibt nur eine Frauenhand. Es ist wieder einer dieser Tage. Ich finde, man sieht ganz gut aus. Oh, meine auch. Ja! Oh. Aber ich hatte 89. Das war auch nicht schlecht. Ja. So. Ach, Mann. Ich glaube, eine hohe Zahl.
Ich schiele. Jetzt gehe ich weg. Es gibt auch noch ein Spielchen. Turmschläger. Ja, ich schlage den Turm kaputt. Oder es sind Türme, die Schläger sind. Ein Stapel Blöcke hüpft auf und ab, zerschmettere die Kisten, um an die Truhe auf dem Stapel zu gelangen. Okay. Wow. Okay. Wenn ich nämlich gegen die Steinblöcke geschlagen hätte, dann hätten sie mich zurückgeschleudert und ich wäre runtergefallen. Warum hast du das dann nicht gemacht? Ich wollte nicht runterfallen, ich will keine Münzen verlieren. Okay. Lese. Hat trotzdem die Falle aktiviert. Ja, aber es betrifft dich nicht und, mich auch nicht. Ja. Ich einen anderen mitgegangen bin. Ich vorgeplant habe. Man muss heutzutage alles planen. Planen, planen, planen. Ja, super. Oh mein Gott. Ah. Ich hätte nur deinen Stern klauen können, ey. Aha. So geht das aber nicht. Sehr frustrierend. Reise nach Toad City. Who's this? Kennst du das Spiel Reise nach Jerusalem? Ja. Das ist es. Wenn die Musik zu Ende ist, ist Lauf und Spring als erster auf den Pilz in der Mitte, um an die Truhe zu gelangen. Man weiß niemals, wenn die Musik endet. Spitze deine Ohren und lausche aufmerksam den Klängen. Okay, das ist irgendwie nicht so gut, weil ich mein Fernseher nicht so laut habe. Ich kein Echo bekomme. Warte mal, was müssen wir machen? Erst laufen, wenn die Musik zu Ende ist. Dann auf irgendeinen Pilz. Ja, auf den in der Mitte, da. Genau so. Okay, ich dachte, wir mussten auf irgendeinen Pilz drauf. Nee, auf den in der Mitte. So funktioniert Reise nach Jerusalem aber nicht. Aber das ist nicht Reise nach Jerusalem. Da sind mehrere Stühle. Verdammt! Verdammt! Oh, verdammt, dann weg! Wenn ich den Stern geklaut hätte von dir, ne? Oh Gott. Ich glaube, du wärst dann safe erster geworden. Ja. Nicht auf diese blöde Dings aufgetreten, ja, ey. Ja, Münzen für Bowser. Bringt es auch nicht so. Also ich finde Münzen für Bowser, das ist eines der besten Minispiele überhaupt. Eins. Verdammt. Ey Mann, du hast doch schon genug Schotter! 147. Du hast genug Schotter! Wenn das nicht irgendwie ins Ergebnis irgendwie einfließt, dann weiß ich auch nicht. Auf sie. Oh nee, sie geht auf uns! Einfach ausweichen, kein Ding. Okay. Mario, warum muss ich schon wieder vorne stehen? Fang die vor uns ab. Einfach hier. Will sie dich mit meinem Gesicht abfangen? Geht's einfach weg. Ah, verdammt. Alter. Ja, die wird dich schon wieder treffen, ne? Nein. Oh, eine Münze. Oh, komm. Ja, cool, komm, wer ist denn der Superstar? 147. Hey, wer bekommt den Spielstern? Ja. Der Spielstern geht an Yoshi? Ja.
Ab direkt, ich glaube, dann hast du gewonnen. 3 Sterne, ja, außer du kriegst dann noch ein. 5 Sterne, Yoshi. Hey, das bin ich. Es sei denn, ich kriege jetzt noch den ereignis Stern. Ne, warte, halt, Moment. Das würde keinen Unterschied machen. Du hast trotzdem gewonnen. Hey. An Patch. Ja, ich habe 147 Münzen, hallo. Und du hast 4 Sterne. Ja. Verdammt das? Halleluja. Superheld ist... Ja, wer denn? Der Yoshi. Yoshi. Der Yoshi. Ich krieg die Krise. Ich was war wenigstens weiter, ey. Und die goldene Banane. Ja, pass auf. Open Sesame! Oh! Banana! Banana. Hätte nicht mal einen Trostpreis als letzter. Nee, du bist direkt irgendwie zerstört oder getötet. Ja. Kriegst du irgendwie vom Himmel. Kriegst von riesigen Felsbocken verfolgt. Ist auch nicht irgendwie fair. Ja. Oh Mann! Ich will mal wissen, wie viele. Oh, verdammt! Du hast tatsächlich viel mehr als ich bekommen. Verdammt, das? Oh, was guckst du denn? Hier, mir. Ach, Minispiel. Ach, das sind Minispielmünzen. Ja. Ja, die Minispielmünzen. Du hast so viel mehr bekommen. Ich dachte, den würde ich kriegen. Verdammt, Dreck! Cool. Ja. Das war das zweite Brett. Und dann würde ich sagen, erstmal noch rein. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ja. Im nächsten Brett. Das schwieriger sein wird wahrscheinlich, ne? Ja, weil jetzt kommen nämlich 3 Bretter mit 2 Sternen. Und jetzt erstmal neuer Hintergrund. Oh. Okay. Na gut, dann bis heute in diesem Part war es das dann. Ja, bis dann und ciao. Ciao.